Einen wunderschönen guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Fußball-Challenge auf diesem Kanal. Für alle Leute, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Omid Zuelo-Sado und heute haben wir wirklich einen Special-Gast. Einen Gast, der schon ein bisschen öfter auf diesem Kanal vertreten war. Und zwar ist das mein Bruder und mein Löwe, mein Bär, Jamie Leveling. U21-Nationalspieler, Profi, Bundesligaspieler bei Union Berlin und hat einen Marktwert von 4,5 Millionen Euro. Bist du bereit für die Challenge, mein Bruder, jetzt? Absolut. Um dir das mal ganz kurz zu erklären, wir spielen heute 0 Euro. Also ich habe 0 Euro Marktwert leider wegen meiner Adduktorenzerrung in der U10. Und Jamie hat wie gesagt 4,5 Millionen Euro, das dritte Mal jetzt gesagt. Wir machen drei Challenges. Die erste Challenge ist 1,5 Millionen Euro wert, die zweite Challenge ist 1,5 Millionen Euro wert und die dritte Challenge sind 3 Millionen Euro wert, um am Ende noch mal ein bisschen mehr Spannung da drin zu haben. Also Ziel der ganzen Challenge ist es, dann einen höheren Wert zu haben als dein Gegenüber. Also ich spiele gegen Jamie gegeneinander. Erste Challenge ist Dado, der mit dabei ist. Servus, hi. Alles klar. Dado ist mit dabei. Er spielt einen langen Ball. Ja. In diesen Bereich da rein. Wir müssen mit dem ersten Kontakt, mit dem allerersten Kontakt, muss der Ball da drin bleiben. Wir machen es mal ganz kurz vor, okay? Komm. Hier. Zack. Cut. Da muss halt da drin bleiben, so auf den. Jamie ist ja der deutlich bessere Fußballspieler als ich. Was er nicht weiß, ist, dass ich mir einige psychologische Tricks angeschaut habe, die ich ein bisschen negativ beeinflussen kann. Jamie, bist du ready? Ja. Wie damals, als ihr mit Fürth abgestiegen seid, so ready? Okay. Okay? Okay. Ja? Machst du das? Ja. Wie viel kriegst du von drei? Drei. Mach mal einen Scheißball bitte am Anfang. Okay. Ja! Hallo! Ohne Hand, Bro! Ah, okay. Ohne Hand! Sorry. Oh! Strafe, Arschbolz von jedem, der dabei ist. Ja. Ne? Junge! Digga! Egal, erste Challenge nicht so wichtig. Ja, mach. 1,5 Millionen Euro wert. Ja! Ist? Ja! Ich war wirklich gute. Jetzt. Ja, und das war eins. Also ja, natürlich war eins. Oh ja. Yes! Was ein Ball. Sehr schön. Oh, sehr schön. Digga, drei von drei macht der kleine Wichser. Okay, ein letzter noch. Einfach nur für die Ehre. Jetzt. Oh. Oh, schade. Egal, ist okay. 1,5 Millionen Euro jetzt in deine Tasche. Danke. Hast du sehr gut gemacht, Bruder. 3 von 3 ist sehr, sehr schade. Weiter geht's. Hätte ich niemals erwartet. Zweite Übung, Freunde. Wir bauen da hinten jetzt rechts, weil wir beide Rechtsfuß sind, so einen kleinen Dribbling-Parcours auf. Was heißt Parcours? Es sind einfach 4, 5 Hütchen, die da sind. Da dribbeln wir durch auf Zeit und am Ende müssen wir dann reinflanken in die Mitte, wo dann Dado den Ball entgegennimmt. Wenn Dado den nicht reinmacht, dann gibt es auf die Zeit nochmal plus eine Sekunde und wenn er den reinmacht, dann gibt es nochmal minus eine Sekunde. Das heißt, es ist relativ wichtig, dass die Flanke gut ankommt. Dado, komm mal ganz kurz. Jeder zwei Versuche, by the way. Die beste Zeit gewinnt dann. By the way, haben wir sogar einen Torwart da. Hier, Real Talk, Fußball-Challenges auf meinem Kanal. Mit die Besten in ganz Deutschland. Tim Abi ist im Tor. Du weißt, oder? Was zu tun ist? Ja, seine okay. Ja, bitte. Tim hat auf. Du hast bei Regensburg gespielt, ne? Also auch hier wirklich sehr gute Qualität dabei. Das ist die Dribbling-Übung, die wir aufgebaut haben als zweite Übung. Hier einfach so durch. Zack, zack, zack. Und dann hier so. Zack. Tim, bleib im Tor! Okay, Sohle. Da noch! Wow! Ja! Mein Bro! Mein Bro! Niemals! Wir drehen noch ganz schön. 5 Minuten? Ja, 5 Minuten, aber dann Schluss. Okay, ja. Er wollte uns wegschicken. Ey, wir sind ein bisschen unter Zugzwang. Das heißt, wir haben noch 5 Minuten für die Challenge. 9,38. Für die erste, okay? Also ich mache einfach Start. Ja, Bruder, das ist safe. Und? Bitte da doch. Ja, Tim! Digga, 7 Sekunden? Ja, was? Trotzdem, du bist trotzdem schneller als ich. Also Digga. Plus 1 ist dann 8, oder wie? Ja. Also habe ich 1-0. Let's go. Wie
Wie flach oder was? Nein! Wie viel? Okay, 9,38. Okay, mach. Nur mit rechts, auf den. Los. Komm! Ja! 6,80. Gut, Dado. Ich hab's mir ein bisschen leichter vorgestellt. Jamie darf nur mit links, mal sehen, wer trotzdem eine bessere Zeit hat. Los. Oh ja. Oh, hey, wie gut ist Dado? Vereinslos. Vereinslos. Vielleicht schaut jemand zu. 28. Okay. Digga, mit links wird kritisch. Ja, nice. Und jetzt so. Oh. Oh. Ja, okay. 9,85. Ja, 9,85. Okay. Ja, war auch schlecht von mir. Aber du hast trotzdem 2:1 gewonnen. Das heißt, Jamies Net Worth ist jetzt 3 Millionen. Wir gehen jetzt in die letzte Challenge, weil wir sonst gleich weggeschickt werden. Hey, ganz kurz, sehr starke Leistung, ohne Witz. Tim ist im Tor, erster Schuss, also jeder von uns hat 5 Schüsse. Der erste Schuss ist ein Elfmeter, der zweite Schuss ist ein 1 gegen 1 gegen Tim, der dritte Schuss ist ein Freistoß, der vierte Schuss ist ein Freistoß und der fünfte Schuss, da wirfst du einfach einen zu. Ich muss annehmen und dann vor Strafraum abschließen, okay? Jeder 2 Versuche, am Ende wird das dann alles zusammengezählt. Das heißt, wer dann mehr Tore hat, gewinnt dann die Übung, okay? Die Übung, ganz kurz zur Erklärung, ist jetzt 3 Millionen Euro wert. Das heißt, wenn ich die jetzt gewinne, dann sind wir im Gleichstand. Das heißt, es gibt ein kleines Stechen. Okay, let's go, guys, komm mal. Dritte Übung, letzte entscheidende Übung. Jamie fängt an, dann ziehe ich nach. Verladen. Ja. Oh Gott, wie schlecht. Ja, safe. Wir machen noch schnell das zu Ende und dann. Oh, stark. Stark! Mit links. Oh Gott! Was kommt jetzt? Jetzt kommt ein kleiner Ball. Oh mein Gott. Das wurde gefickt. Wie viel hast du gemacht? 11 Meter, den mit rechts. Okay. Das war's eigentlich. Ja. Du hast 2 Tore gemacht? Ja. Okay, Jamie hat nur 2 Tore gemacht. Das heißt, wenn ich 3 mache, dann bin ich bis in der Führung. Nein! Was? Nein! Ja! Ich muss. Ja! Fuck. Kurzer Anlauf. Nein! Richtig! Richtig! Fuck. Schlecht. Ist er ein? Bist du einen? Bist du einen? Bitte, Tim! Bitte halt ihn! Bitte, Tim, halt ihn! Tim, bitte halt ihn! Bitte halt ihn, Tim! Nein! Das ist schon machen! Letzte Runde, wenn ich jetzt 2 mache, habe ich gewonnen! Komm, Tim! Ja! Nein, ich choke! Ja! Komm, komm! Ja! Nein. Ich muss! Ja! Ich kann nicht mehr drauf gehen! Komm mal mit! Ich hab verloren! Ich hab verloren! Oh, 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 oh! Ja! Gegen Omid gewonnen! Jamie! Geil, geiler Schuss, der eine. War gut. Fürs Mitmachen. Strafe, Bruder, wir sind wirklich sehr unter Zeitdruck, weil der Mann uns hier wegschicken will. Overall habe ich natürlich leider alle Übungen verloren, beziehungsweise alle Changes. Aber was hier im Vordergrund steht, ist, dass ihr seht, wie gut die Profis sind, wie gut die Leute sind, die ich dann drumherum hole, ob es ein Dado ist, ob es ein Tim ist. Danke fürs Mitmachen, Jungs. Und jetzt krieg ich nochmal Arschbolzen. Und schreibt mal bitte rein in die Kommentare. Ich fand, ich war nicht so schlecht. Ich war okay, glaube ich. Da! Oh!
Oh, nicht schlecht. Oh. So, Freunde, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal. Oh, man hat verloren. Das Ganze. Wie fandest du die Challenge? Ja. Wie gut war ich von 1 bis 10? 7. Okay, stabil. Damit kann oder 4, weil 4 steht für Lifestyle. Hello, Tricks. Danke nochmal fürs Mitmachen, Jungs. Haut rein. Wir sehen uns bei der nächsten Challenge.